Hallo alle zusammen. Heute möchte ich gerne meine Schildkröten für die Überwinterung startklar machen. Die haben sich schon draußen darauf vorbereitet, durch sinkende Temperaturen, abnehmende Tageslänge und so weiter. Und ich möchte sie gerne in den Kühlschrank überführen, um dort eine konstante Temperatur von 5 Grad zu erreichen. Ich habe dafür so einfache Stapelboxen. Die fülle ich mit Erde. Dafür eignet sich ganz normale Gartenerde. Oder so wie ich habe leider sehr lehmhaltige Erde, die eignet sich nicht so gut. Da greife ich dann auf das Schildkrötensubstrat von Floragard zurück. Den Link habe ich sonst auch auf meiner Homepage, wer das gerne auch haben möchte. Mache ich einfach ein bisschen hier rein, damit sich die Schildkröten komplett darin eingraben können. Und damit sie über den Winter mit genügend Feuchtigkeit versorgt sind, mache ich da einfach ein bisschen Wasser dazu. Und dann vermische ich das Ganze, damit das ordentlich feucht ist. Also es soll nicht nässen. Also wenn man das zusammendrückt, dann soll es eben nicht, kein Wasser wieder zurücklaufen, aber es soll auch eben nicht stauben. Das reicht nicht, mache ich noch ein bisschen dazu. Das ist das Frühbeet meiner Jungtiere. Und man kann sehen, dass die Wärmelampe nicht mehr genutzt wird. Die sind schon seit Wochen eingegraben. Und das ist dann der Punkt, wo ich mich dazu entscheide, die Kröten da auszubuddeln. Und da haben sich die Schildkröten versteckt. Da befindet sich eine Wärmematte, die Temperatur über 5 Grad gehalten hat. Eingebuddelt in Moos und Erde. Da sind noch mehr. Also die sind bereit für die Winterstelle. Schildkröte hole ich dann hier raus. Zur Kontrolle wiege ich sie nochmal. 180 Gramm wiegt sie, die ist 5 Jahre alt. Und dann setze ich sie hier in die Box und hole mir die nächste. So, und anschließend kommt dann ein bisschen von diesem Moos drauf. Das kann man vorher in Wasser einweichen, dann quillt das so auf. Das spendet dann während der gesamten Winterstarre ein bisschen Feuchtigkeit. Bei den adulten Tieren, da nehme ich gerne Laub, da eignet sich das Buchenlaub sehr gut. Aber bei den Jungtieren möchte ich zur Unterstützung der Feuchtigkeit gerne dieses Moos nehmen. Anschließend kommt die Box dann in den Kühlschrank. Es sollte gerne ein bisschen Luft dazwischen sein, damit es zirkulieren kann. Und wenn der Abstand größer ist, dann muss natürlich dementsprechend die Kiste höher sein, damit die Schildkröten nicht rauskrabbeln. Hier kommen noch mehr Schildkröten rein. Ob man nun jede Schildkröte einzeln in der Box hat oder zusammen macht, das ist eigentlich jedem selbst überlassen. Das hat beides seine Vor- und Nachteile. Aufgrund der hohen Zahl, die ich habe, mache ich sie zusammen. Aber ansonsten würde ich empfehlen, die einfach einzeln in eine Box. Alternativ zum Kühlschrank kann man die Schildkröten auch draußen überwintern. Dafür eignet sich eine Überwinterungsbox wie diese hier. Je nach Schildkrötengröße muss es natürlich nicht ganz so groß sein wie meine hier. Das hat den Vorteil, dass sich die Schildkröten selbst einwintern und auch wieder auswintern können, weil sie direkten Zugang zum Gewächshaus haben. Das heißt, jede Schildkröte kann ihrem eigenen Rhythmus nachkommen. Manche gehen früher, manche eben auch später. Es ist ein bisschen naturnaher, als wenn man sie eben in den Kühlschrank setzt zu einem gewissen Zeitpunkt, den sie selber vielleicht gar nicht so gewählt haben. Nicht wundern, es sieht ja ein bisschen chaosmäßig aus. Ich habe das nämlich gerade erst vor 2 Wochen fertig gestellt. Ich bastel noch ein bisschen, aber zum Winterstarre ist es dann richtig fertig. Für diese Box habe ich rundherum Betonschalungssteine verwendet, damit kleine Tiere rein und raus können. Rundherum habe ich Styrodur gelegt. Als Deckel habe ich eine Siebdruckplatte, die ist nämlich schön witterungsbeständig. Hier oben ebenfalls Styrodur. Ich habe 50 mm, aber es reicht je nach Region auch weniger oder muss sogar mehr sein. Das ist ganz unterschiedlich. Dann habe ich hier ein Heizkabellängs laufen. Das ist mit einem Thermostat verbunden. Das springt dann an, wenn die Temperatur unter 5 Grad fällt. Meine Tiere sitzen noch oben auf der Erde drauf, denn es ist noch ein bisschen zu warm dafür, als dass sie sich ein bisschen tiefer eingraben wollen. Aber es ist eben zu kalt, als dass sie noch die Wärmelampe nutzen möchten. Zumindest die meisten Tiere. Hier kann man sehen, dass die Überwinterungsbox draußen ist. Aber durch ihren Zugang können die Schildkröten rein und raus laufen, wie sie möchten. Das hier ist das Thermostat, welches hier das Heizkabel als Deckelheizung steuert.
Andere Schildkröten sind noch nicht so weit. Die genießen die Wärme. Um das Ganze zusammenzufassen, solltet ihr die Schildkröten an einen Überwinterungsort umsiedeln, welcher 5 Grad hat. Ob das der Kühlschrank ist oder eine Überwinterungsgrube, ist relativ egal. Hauptsache es sind wie gesagt 5 Grad und es ist vor Feinden geschützt. Also eine freie Überwinterung im Garten ist daher nicht zu empfehlen. Die Winterstarre dauert ungefähr 3 bis 5 Monate, je nach Region, und die Schildkröte wintert sich aus oder sollte ausgewintert werden, wenn dann eine Außenhaltung dies wieder ermöglicht. Also wenn ihr sie wieder direkt nach draußen umsiedeln könnt und eine Inhaltung dadurch vermeiden könnt. Während der Winterstarre wird die Schildkröte sich nicht bewegen, sie wird ruhig an den Fleck sein. Vielleicht wird sie sich auch mal umdrehen oder tiefer buddeln oder wieder rausbuddeln, aber auf jeden Fall wird sie nicht aktiv hin und her laufen. Sollte sie es doch tun, solltet ihr eure Temperaturen überprüfen oder vielleicht habt ihr auch keine Wurmkur gemacht oder es liegen andere Gründe vor, weshalb die Schildkröte aktiv ist, welche untersucht werden sollte. Das ist ein grober Einblick in die Einwinterung von Schildkröten. Natürlich gibt es da viel mehr Details und viel mehr Möglichkeiten. Da ist es vielleicht sinnvoll, wenn ihr euch entsprechende Literatur zulegt, zum Beispiel von Thorsten Geier, oder ihr schaut auf verschiedenen Homepages und tauscht euch mit Schildkrötenhaltern aus, die bereits Erfahrung haben. Dieses Video hilft euch vielleicht als kleinen Einstieg in die Überwinterung, und solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr das gerne unterhalb des Videos kommentieren oder auf meiner Homepage www.griechische-landschildkröten.de vorbeischauen. Vielen Dank! Tschüss!